So, starte ich mal die Aufnahme und sage auch guten Morgen und willkommen an die Leute, die nicht den Stream gucken, sondern die Aufnahme. Bin mir nicht sicher, was langweiliger ist, der Stream oder die Aufnahme. So, dann machen wir jetzt mal wieder eine Stunde lang nichts, Alter. Ah, ich kann ja nichts machen, weil ich ein Kind bin. Ich mach den Saunawagen lauter. Das geht schon los. So, mal kurz gucken, ob alles richtig ist. Ich bin auch der Einzige im Discord-Channel. Sehr gut. Da habe ich wenigstens meine Ruhe. Wenn ich 2 Stunden halt einfach wieder nichts. Moment, was ist denn hier alles überhaupt passiert? Und wann ist das passiert? Was? Okay. Habe ich nicht mitbekommen. Das funktioniert. Dummes Lehnsein und alle Ausständischen? Was? Das ist doch kacke. Wer will denn das? Keiner. Na toll, ich hab's wieder im Hals. Ach, leck mich doch. Das war eine ganz schlechte Idee, hier mitzumachen. Hätte ich aus dem letzten Mal schon lernen können, aber ich bin sehr langsam im Lernen. Sind sie gestorben. Nein, wie tragisch. Wie unerwartet. Wie unerwartet, dass der Typ, den ich verbrenne, stirbt. War offensichtlich dann im Moment, wenn er nicht verbrannt wäre, wäre ein Hexer gewesen. Ach, Details. Diese Spannung. Was wohl auffällt, wenn ich einfach aus dem letzten Crusader Kings die Tonaufnahme einspielen würde und AFK gehe? Muss mal kurz gucken. Nee, ist alles noch. Alles. Auch die Bitrate sagt heute grün. Bin ich in irgendeinem Krieg? Nee, bin ich nicht. Das ist mein Lehnsein, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob der nicht zu mächtig ist. Wahrscheinlich schon. Sind alle zu mächtig. Und die, die nicht zu mächtig sind, können den Krieg nicht erklären. Ja, geil. Geile Sache. Krieg erklären. Da stimmt nichts zu. Wann bin ich endlich erwachsen? Oh Gott. War 39 oder 40? Aber hey, wenigstens habe ich ein einfaches Land bekommen. Ach, fickt euch doch alle. Von Zam hat Bonnie Zam von Borok Zam von Zam. Okay. Sind wir bei Sam, ne? Oh Gott. Fangen wir die ganz schlechten Wortwitze an. Können wir etwas Gold ausgeben? Wo war meine Stadt überhaupt da? Kann ich nur leider nicht weiter ausbauen. Ich kann das Zeug der anderen ausbauen. Das war, glaube ich, nicht so klug. Erinnere ich mich da richtig? Doch, keine Ahnung. Das ist wie am Anfang EU4. Das habt ihr leider gar nicht gesehen.
Die waren auch nicht so prall, diese Sachen. Ich hatte da viel Spaß. Ja, hinten bringt mir ja nichts, wenn ich da Leute aushebe, weil kriege ich ja nicht rüber. Also, das ist nicht schnell genug. Aber Steuernahmen plus 2 nehme ich doch gerne mit. Da habe ich noch mit Cheats gespielt bei Yuffie am Anfang. Also nicht im Let's Play, aber als ich das versucht habe zu lernen. Das hilft ungemein. Wenn man auf sehr leicht schon hart am Verlieren ist, weil man keine Ahnung hat, was man tun muss. So. Ich lasse das mal Dinge kaputt. Das seht ihr jetzt nicht, weil ihr keine Kamera habt. Ich keine Kamera habe. Ihr habt vielleicht eine, ich nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich damit soll. Ich hätte auch diesen Hype irgendwie nicht. Also Hype, was heißt Hype? Diese irgendwie Selbstverständlichkeit, ja, haben doch alle eine Kamera. Ja, warum? Ich meine, die Kamera verdeckt einen Teil des Bildes. Und ich glaube, es ist bei vielen Spielen egal, wo du dich hinstoppst. Also gut, hängt ein bisschen am Spiel ab. Hier könntest du die zum Beispiel unten links platzieren, relativ gut. Aber sonst ist es schwierig. Ja, weil oben links verdeckt sie was, da. U4 noch mehr. U4 hat unten links, U4 hat unten links auch nichts, aber andere Spiele haben unten links Zeug und dann verdeckt die immer was und generell. Und wenn ich die Hackfresse von irgendeinem so Wichser sehe, verstehe ich nicht. So. Kann ich dir den Krieg erklären? Du bist. Nein. Halt keinen, den ich den Krieg erklären kann. Das ist wirklich kacke. Auch nur. Ach doch, alles gut. Ich bin heute ein bisschen paranoid, weil gestern habe ich irgendwie mehrfach die Verbindung verloren und ich glaube, im Stream fehlt auch irgendwie eine Stunde. Keine Ahnung. Nehmen halt mal die Bildung. Bin gebildet. Kann zweistellige Zahlen addieren und also, ich gucke gerade so weit oben. Ich denke mir schon, hey, Moment. Kann ich den Krieg erklären? Kann ich jemanden den Krieg erklären? Nee. Aber das liegt doch direkt daneben. P-Date. Okay, geht nicht. Ich verstehe. Nee, was sollen sie mal machen? Ich habe aber wahrscheinlich meinen eigenen Aufstand. Achso, ich bin immer noch seit zu Bier hier. Richtig.
Ne. Keine Ahnung, was ich da tue. Da fehlt mir Geld. Jetzt kommt der realistische Aspekt wieder zum Tragen. Es fehlt mir Geld. Ich hasse ja, wenn das passiert. Die Symbole sind sich auch nicht so ganz einig, was sie uns zeigen wollen. Oh, Spitzel. Intrige nehme ich an. Ich nehme mal einen Loyalisten. Keine Ahnung. War jetzt nicht wichtig, weil der Rat eh keine Macht hat, aber. Details. Die Staatskunst vernichten. 90,5% vom Lehnzahl. Vielleicht soll ich meine Festung doch noch ein bisschen ausbauen, dass ich mir ausheben kann, dann haben die vielleicht Angst. Von mir Angst haben, ja, klar. Dass es Sachen gibt. Gibt's gar nicht so. Hier, Ställe sind billig. Ställe sind auch hier billig. Gib mal das Geld aus, ich habe ja noch. Ich mache ja Plus, ne? Tatsächlich ja. Verrückt. Das war in EU4 am Anfang echtes Problem für mich. Habe ich da immer so ein bisschen in den Ruin getrieben. Vor dem Unde des Scenes. Der Wahnsinn. Unde des Scenes ist generell sehr viel schwieriger. Vor allem, du kannst deine scheiß Provinzen nicht mal aus. Beziehungsweise inzwischen geht's ja, aber das, damals ging das halt null. Uff. Das war belastend. Belastend. Schön, wie ich da was hab und dann da drüben, warum auch immer. Wieso kann ich den Krieg nicht erklären? Die Heiden. Ja, müsste das auch 200 einfach noch sein? Ich verstehe es auch nicht. Das Prestige. Pietät ist das. Ich verstehe es nicht. Hallo, Dingsbums. Du hast das langweiligste, den langweiligsten Stream zu Crusader Kings 2 gefunden. Glückwunsch. Pause. Wow. Vorteil ist, wenn man das Video guckt, man kann jetzt einfach vorspulen. Stream kann man das nicht. Also Video größer Stream. Oh, Peter kommt auch noch. Du hast schon viel Spannendes verpasst. Ich habe Dinge gebaut und eine Ratsposition neu besetzt. Und meine Schwester oder so geschlagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das meine Schwester? Ja, das ist meine Schwester, glaube ich. Halbschwester. Ja, Details. Ich habe nur Halbschwester und Halbbrüder. Was ist das denn überhaupt schon wieder?
Ich finde es schön, wie mein Stammbaum einfach Lücken hat. Ja, hat halt einfach Lücken. Stärke ist ja auch eine Form von Zuneigung. Großer Fan von BDSM, was? So, gut, worum geht's? Ach, richtig, es ist Pause. Zum Glück, es wurde fast schon spannend, diesen rasenden... Vielleicht soll ich wirklich einfach mal die Audiospur vom Let's Crusader Kings 2 so im Stream einspielen. Und dann einfach AFK gehen und irgendwas anderes machen und gucken, ob es irgendwem auffällt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Solange der Stammbaum kein Kreis ist. Ich weiß nicht so genau. Ich sag's mal so, deine Eltern sollten immer irgendwie so aus einem Mann und einer Frau irgendwie bestehen. Also deine biologischen Eltern, die dich gezeugt haben. Aber meine Großmutter, väterlichseits, hat keinen Vater. Die wurde offensichtlich einfach... Ich bin nicht ganz sicher, wie die gezeugt wurde. Nee, Moment, da ist doch ein Mann. Was? Nee, Moment. Nein, Moment, nochmal was? Jetzt bin ich gerade selbst verwirrt. Wie funktioniert denn dieser Stammbaum hier? Ja, die hat keinen Vater, die hat nur eine Mutter. Aber hier ist das Dings abgebildet, was? Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Genetik im Mittelalter. Ja, offensichtlich, weil... Sie hat keinen Vater, also... Und vom Beten alleine wird man nicht schwanger. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas läuft hier offensichtlich falsch, also... Da, Eltern, Urgroßmutter, Großeltern. Also die Urgroßmutter gilt für mich. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Der hat auch keine... Die haben ja alle keine Frauen mehr. Was kann man denn da zurückgehen, sag mal? Ah. 393. Geboren 333. Hört ihr da große Zoffel-Chat? Keine Ahnung. In meinem Chat ist ja keiner. Ich könnte in den anderen Chat gehen. Aber das sind irgendwie 3, 6, 8, 10 Leute drin und dann hörst du halt gar nichts mehr. Nachdem mir irgendjemand gegangen ist, der mich eingeladen hat, ja toll, und mir gesagt hat, dass er mir hilft, hier Griechenland und Türkei zu Griechenland zu vereinigen, so wie sie das gehört. Ja, toll. Hm.
Natürlich aktualisiere das nicht. Natürlich hasst er mich, sobald ich irgendwie da bin. Fick dich. Egal, hier. Muktbar, aber... Ja, was auch immer. Gar keiner lesen diese Namen. Okay, ist dann hier auch mal wieder da. Den. Ach, und es ist wieder Pause. Ich will... Bin gespannt, ob ich heute erwachsen werde und wieder Dinge tun kann. Nein. Jetzt sollten wir direkt zu EU4 springen. Aber zwei Streams wird schwierig. Sowohl Rechenleistung wird da eng werden, als auch Internetbandbreite. Wobei, wenn ich es ein wenig reduziere, würden zwei Streams vielleicht gehen, aber... Dann muss ich, glaube ich, auch zweimal OBS starten und das wird schwierig. Und zwei Spiele? Ah, nee, ich glaube, das wird... Nee, ich fürchte, das wird nichts. Also nicht mit meinem Quad-Core. Brauche ich mehr Kerne. Zug zu Sibirien. Wie soll ich denn mein Reich heute nennen? Jetzt sind wir mal zwei Leute Endos-Diskussion geführt. Ja, ich weiß nicht, die sind entweder nicht da oder oben im Chat. Heute fehlen zwei oder so. Ich weiß nicht, ob die zwei das waren. Ich kann mir Namen immer nicht merken. Und... ja. Die meisten sind oben. Habe ich hier unten meine Ruhe. Ich bin mir nicht sicher. Ich verstehe doch gar nicht, was hier passiert. Junge. So ein Spiel, das spielt man auf der leichten Schwierigkeitsstufe, man nutzt Cheats und dann... Versteht man irgendwie nach 20 Jahren diese Mechaniken. Aber ich darf keine Cheats im Multiplayer benutzen, weil das Spiel scheiße ist. Mit das könnte ich noch ausbauen. Ha, verrückt. Oh, ich habe gar keine Dings mehr, keine Dingens halt mehr, ne? Koalition gegen mich. Ah, noch ein Befehlshaber. Jetzt, wieso geht das nicht?